Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundung 7 Zeit. Durch die Zeit gehen wir in der Kristallhöhle, wo wir von Knockdom angegriffen werden. Dem kleinen Dickschädel. Und ich will da total daneben schießen. Ah, Mann. Bitte sag mir, dass das jetzt nicht anhält. Nein, es hält nicht an. Ah, mein Glück kehrt zurück. Hoffentlich. Und ich hoffe, ich bin auch bald da. Hi, Georock. Ups. Was? Vierfaches Tempo stand da oder habe ich mich verlesen? Vierfaches Tempo, das wäre schon... Hoi, hoi. Und Bulmi. Nee, Quatsch. Bulmadam. Na, Madame? Burmadam? Ah, ich wusste doch, die Ecke sah schon irgendwie so verdächtig aus. So, hier geht's erstmal ganz klar nach oben. Und ich gehe natürlich da lang, wo Vipitis auf mich wartet. Logisch. Kratzer. Wir müssen mal ein bisschen bei den anderen Attacken sparen. Wow. Okay, werfe ich mal einen Dorn. Naja, Wirkung ist eher begrenzt. Und die Toshi steigt auf. Yes, lernt aber nichts Neues. Aber seine momentane Attackenauswahl ist ja auch ganz gut. Kann ich nicht meckern. Ui, Bumi und Schilterus. Okay, gegen dich. Ach, genau. Nee, sorry, Bulmadam. Ich nehme keine Bulmadams auf. Geld. 3. 3 Poke. Apfel und... Ja, können wir direkt mal essen. Jam. Und Geowatz, oh mein Gott. Wenn du nicht viele Erfahrungspunkte gibst, dann bin ich mal beleidigt. Ja, ganz gut. Und du schon wieder. Du kleiner Dickkopf. Eine coole Box, die ich nicht mitnehmen kann. Ist auch egal. Ich mache den Kram sowieso nicht auf. Das habt ihr mittlerweile bestimmt gemerkt. Eistern. Boah, hat ja gewirkt, ne? Wow! Kann man das nur so vor der Pfeile gerade übelst schnell? Naja, jetzt werde ich es sowieso nicht mehr herausfinden. Oh, hat dein Schutzschild versagt. Ups. Hehe, das bringt nicht sehr viel. Aber egal, ich möchte jetzt nicht noch mehr Aquaknarren verschwenden. Und auch ich steige auf. Jetzt liegen die Toshki und ich ja gar nicht mehr so weit auseinander. Und ich habe jetzt keine Aquaknarren mehr, das ist schlecht. Kanimani, was ist los mit dir? Ah, Eiszahn. Na, wenigstens auf meine Beißerchen kann ich mich doch fallen lassen. Nein! Itoshi, du bist ein Held! Er hat mich vor dem sicheren Tod bewahrt. Das ist ein wahrer Freund. Heilsam, brauche ich nicht. Und noch mehr runde Kugeln, die durch die Gegend rollen, laufen. Ja! Itoshi, hilf mir! Wow. Gut, dass er es dann getroffen hat, sonst hätte ich leichte Probleme bekommen. Erstmal ein bisschen heilen jetzt. Wow, Itoshi, mach du das! Ja, du musst dir keine Sorgen wegen deiner KP machen, aber ich bin da schon etwas empfindlicher. Persimband? Ach, egal. Ja, jetzt habe ich keine Aquaknarren mehr, muss ich mich auf meinen Eiszahn verlassen.
Und irgendwann muss ich Kratzer auch mal durch irgendwas anderes ersetzen. Wäre auch cool, wenn ich die Attacke Kugelsaat finden würde. Dann könnte ich das Itoshi beibringen. Und ähnlich gegen die Bosse vorgehen, wie ich das bei Mystery Dungeon 1 gemacht habe. Hier unten vielleicht? Ne, da ist wieder nur so ein Dickschädel. Dickschädel mit riesigem Plattenkopf. Ach Mann. Ja, verhöhn mich doch. Da ist bestimmt wieder nix. Doch, da ist was. Da ist die Treppe. Auf dich scheiße ich jetzt. Ich tausche ihn mal, tu mal. Gut gemacht. So, der Dorn wird mitgenommen. Einmal Orb. So, der Einmal Orb besiegt, glaube ich, jeden Gegner beim ersten Versuch. Yay, einfach weg damit. Okay, wie war nochmal die genaue Wirkung? Nachgucken. Dann hat man das Gegner mit einem einzigen Schlag besiegt, wenn die Attacke jetzt endlich verfehlt. Okay. Wirkt nur leider nicht bei Bossen. Kristallhöhlentiefen. Ui, da kann ich nochmal speichern. Ist das der tiefste Punkt der Höhle? Hey, Nagi, da! Sieh dir die drei Kristalle an. Die sind ja riesig. Sie haben unterschiedliche Farben. Das sind eindeutig besondere Kristalle. Auf dem Weg hierher haben wir nichts Außergewöhnliches gesehen. Also sind diese drei Kristalle bestimmt ein Hinweis. Sie bergen sicher irgendein Geheimnis. Das klingt logisch. Ich habe dasselbe Gefühl. Auf der Reise zum Nebelsee, wo wir Selfe trafen. Ah, pass auf, geht in Deckung! Da war die Statue von Groudon der Schlüssel. Und dann auf dem Weg zum Untergrundsee, wo wir Vesprit trafen. Da waren die Sandstrudel. Bist du soweit? 1, 2, 3, los! Dort waren die Treibsandstrudel der Durchgang zum Untergrundsee. Könnte es sein, dass von hier aus ein Weg zum See von Turbots führt? Es müsste so sein, wie an den anderen Orten. Es müsste hier auch ein Geheimnis geben. Oha! Der Kristall ändert seine Farbe, wenn man ihn berührt. Dieser Kristall ändert auch die Farbe, wenn man ihn anfasst. Vielleicht hat das etwas mit dem Geheimnis dieses Ortes zu tun. Berühre sie mal selbst, Nagi. Okay. Ui, er ist blau geworden. Die Farbe ändert sich, wenn ich ihn berühre. Und er bekommt jedes Mal eine andere Farbe. Drei Kristalle, die ihre Farbe ändern. Was könnte das bedeuten? Ah, es fängt schon wieder an. Ein dimensionaler Schrei. Ich verstehe. Es gibt drei spirituelle Elemente. Wissen, Gefühl und Stärke. Turbos steht für Stärke. Es ist das starke Wesen. Stärke ist das, was uns antreibt. Sie ist eine Kraft, die uns alle vereint. Sich vereinen heißt, eins zu werden. Wenn die Farben der Kristalle eins würden, dann würde der Weg offenbart. Welche Farbe hat das Element von Turbos? Das ist die Frage. Turbos lebt in der Kristallhöhle. Außerdem muss das Element von Turbos mit den Kristallen verbunden sein. Das war ganz anders als meine vorherigen Visionen. Ich habe nur eine Stimme gehört. Nein, das stimmt nicht. Es war schon einmal so. Das war bei der Statue von Groudon. Damals hörte ich auch nur eine Stimme. Aber warum war das so? Warum habe ich damals nur eine Stimme gehört und jetzt erneut? Hey, was ist los, Nagi? Oh, hattest du wieder eine Vision? Hat sie wieder ein dimensionaler Schrei ereignet? Ja, genau sowas. Ich wusste es. Was hast du gesehen?
Die Stimme hat gesagt, Turbo Zeidas stark gewesen. Die Stimme sagte, dass die Farbe der Kristalle eins werden müssten. Die Farben müssen eins werden. Das sagt doch schon alles. Das ist es! Die Farben sollen gleich sein. Die drei Kristalle müssen die gleiche Farbe haben. Du hast wohl eine Idee, was wir tun müssen. Ja, hab ich. Welche Farbe sollen sie wohl haben? Die Farbe der Stärke. Das muss die Farbe des Elements von Turbutz sein. Turbutz lebt am Kristallsee. Kristallhöhle und Kristallsee. Ist das Element von Turbutz vielleicht kristallklar? Oder hat es vielleicht die Farbe von Wasser? Und ich muss erstmal einen Schritt machen. In der nächsten Folge wird das Rätsel gelöst. Bis dann!